Aktien, Fonds, Immobilien, Privatkredite. Man kann sich kaum vor Geldanlagen retten. Ich habe mich gefragt, welche Option am sinnvollsten ist. In diesem Video erfährst du, was die beste Kapitalanlage der Welt ist. Alle Inhalte sind meine persönliche Meinung und können falsch sein. Dieses Video stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzprodukts dar. Jeder Anleger hat eigene Bedürfnisse. Der 25-jährige Investor ohne Kinder geht häufig ein größeres Risiko ein. Das kann sich der 50-jährige Familienvater nicht erlauben. Er muss an die Zukunft seiner Kinder denken. Und dann gibt es noch den 30-jährigen Marco. Er möchte in 8 Jahren eine eigene Immobilie kaufen. Ein bisschen Risiko ist in Ordnung, aber mehr auch nicht. Marco ist nämlich in 8 Jahren auf genau dieses Geld angewiesen. Das waren 3 Geschichten mit verschiedenen Hintergründen. Ich habe bewusst 3 völlig unterschiedliche Personen ausgewählt. Damit möchte ich dir einen wichtigen Fakt zeigen. Jeder Anleger hat eigene Bedürfnisse. Zum besseren Verständnis habe ich dir das magische Dreieck der Geldanlage eingeblendet. Es besteht aus den Punkten Sicherheit, Verfügbarkeit und Rendite. Du kannst jede Kapitalanlage in dieses Dreieck einordnen. Dabei ergibt sich ein Problem. Kein Investment bietet dir alle 3 Punkte auf einmal. Nehmen wir als Beispiel das Sparbuch. Das Geld ist sehr sicher aufgehoben und du kannst es jederzeit abheben. Viele Banken zahlen derzeit aber nur 0,01% an Zinsen. Es fehlt also die Rendite. Wo befindet sich die beste Geldanlage? Ganz einfach, genau in der Mitte. Denn dann sind alle Punkte ausgewogen. Ich gebe dir jetzt ein paar Sekunden Zeit. Überleg dir, für welche Geldanlage du dich entscheiden würdest. Es geht um ein ganz konkretes Investment, also nicht allgemein irgendwie sowas wie Aktien oder Fonds. Ich stelle dir später nämlich eine exakte Anlageoption vor. Vielleicht treffen wir beide die gleiche Auswahl. Wir müssen also das Anlageprodukt in der Mitte finden. Es sollte ein Investment sein, was für die breite Masse geeignet ist. Außerdem muss es einfach verständlich sein. Selbst meine Oma, die nicht weiß, wie man einen Computer bedient, sollte es verstehen. Ich möchte jetzt kein großes Rätsel aus dieser Frage machen. Die Antwort sind ETFs. Den konkreten ETF stelle ich dir dann später vor. Vorher noch ein paar allgemeine Informationen. Ich habe das Dreieck um die wichtigsten Anlageprodukte ergänzt. Aktien bieten eine hohe Rendite, allerdings gehst du dafür ein Sicherheitsrisiko ein. Ein Unternehmen kann pleite gehen oder sich unerwartet schlecht entwickeln. Nokia, der ehemalige Marktführer für Handys, lässt grüßen. Tagesgeld oder Festgeld sind deutlich sicherer. Bereits im Vorfeld steht fest, wie hoch deine Rendite ausfällt. Du hast also eine enorme Sicherheit. Das Problem dabei, die Rendite fällt in beiden Fällen sehr schwach aus. Und dann haben wir noch die Immobilien. Wohnungen oder Häuser bieten eine hohe Sicherheit. Die Rendite fällt ebenfalls attraktiv aus. Aber die Verfügbarkeit lässt zu wünschen übrig. Es kann mehrere Jahre dauern, bis sich ein geeigneter Käufer findet. In der goldenen Mitte stehen ETFs. Wunderbar, ETFs sind die Lösung. Ist das Video nun zu Ende und ich singe die restlichen 10 Minuten ein Liedchen? Nein, denn es sind noch einige sehr wichtige Punkte zu beachten. Du kannst Finanzprodukte mit einem Raumfahrtschiff vergleichen. Stell dir vor dir steht eine gigantische Rakete. Für ein paar Tage findest du das bestimmt total spannend. Aber nach 2, 3 oder vielleicht 4 Tagen lässt der Reiz nach. Im Endeffekt ist ein Raumfahrtschiff nicht mehr als ein bisschen Blech und Treibstoff. Die Faszination lässt nach und du möchtest wissen, wie du das Schiff bedienen kannst. Und genau so verhält es sich auch bei der Geldanlage. Du musst wissen, was sich hinter den Finanzprodukten verbirgt. Du musst wissen, wie man sie richtig bedient. Genauso wie beim Raumfahrtschiff. Du möchtest wissen, wie man dieses Stück Blech fliegt. Und genau das erkläre ich dir jetzt. Also nicht, wie man ein Raumfahrtschiff fliegt, sondern natürlich, wie Geldanlage funktioniert. Und natürlich stelle ich dir meinen konkreten ETF vor. Es gibt weit mehr als 6.000 ETFs auf unserer Welt. 2018 waren es 6.478 passive Fonds. Am Ende dieses Jahres würde ich die Zahl auf mehr als 7.000 ETFs schätzen. 2005 waren es lediglich 455 Produkte. Bei dieser gigantischen Auswahl musst du dich für das richtige Finanzprodukt entscheiden. Es bestehen gigantische Unterschiede zwischen den verschiedenen ETFs. Ein Produkt kann die USA abbilden, während der andere ETF europäische Energiekonzerne als Motto hat. Bevor du einen passiven Fonds kaufst, musst du dich ausführlich informieren, was überhaupt dahinter steckt. Wie das genau geht, zeige ich dir anhand der besten Geldanlage der Welt. Zuerst habe ich noch einen sehr wichtigen Hinweis. Vorher hatten wir 3 Personen mit verschiedenen Hintergründen. Marco möchte in 8 Jahren eine eigene Immobilie kaufen. Für ihn sind ETFs nicht geeignet. Passive Fonds sind nämlich langfristige Anlageprodukte. Du musst mindestens 15 Jahre Anlagedauer einplanen. Kürzere Zeiträume wie 2, 3 oder 6 Jahre sind pure Spekulation. Kurzfristig kann jederzeit ein Börsencrash auftreten. Wenn du langfristig investiert bist, kannst du ihn einfach aussitzen. Möchtest du aber in 8 Jahren eine Immobilie erwerben, bist du auf jeden Euro angewiesen. Meiner Meinung nach würdest du mit ETFs ein viel zu großes Risiko eingehen. Mit etwas Pech kommt nach 7 Jahren eine Finanzkrise 2.0 und du musst mit Verlusten verkaufen. Deshalb solltest du als ETF-Anleger mindestens 15 Jahre Geduld mitbringen. Ich würde übrigens einen monatlichen ETF-Sparplan bevorzugen. Momentan notieren die Börsen relativ hoch und es kann stärkere Rücksetzer geben. Per Sparplan profitierst du von den Rücksetzern. Größere Summen würde ich einfach auf monatliche Sparraten verteilen. Das Renditedreieck des Deutschen Aktieninstituts zeigt, wie stark diese Strategie ist. Ich habe dir das Renditedreieck für monatliche Sparpläne herausgesucht. Du siehst alle Investmentoptionen im DAX von 1968 bis 2018. Da sind ganz schön viele Möglichkeiten. In Rot habe ich dir 2 besondere Situationen markiert. Das sind die einzigen Investments, wo du bei einer Anlagedauer von 10 und 11 Jahren im Minus gelandet wärst. Du siehst nur ein Dreieck in Schwarz.
Darin ist alles grün bis auf die zwei roten Blasen. In allen anderen Anlageoptionen ab 10 Jahren hättest du immer einen Gewinn gemacht. Du hast sehr gute Chancen, bei einer Anlagedauer von 10 Jahren einen Gewinn zu erzielen. Rein historisch hättest du im DAX ab 12 Jahren immer einen Gewinn gemacht. Deshalb habe ich vorher eine Anlagedauer von mindestens 15 Jahren genannt. Da hast du ein paar Jahre Puffer, sollte historisch etwas schieflaufen. Rein statistisch gab es ab 12 Jahren ETF-Sparplan im DAX keinen einzigen Verlustfall. Das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Aber ganz wichtig dabei, ich spreche von monatlichen Sparraten. Bei Einmalanlagen stehen deine Chancen deutlich schlechter. Da kannst du mit Pech genau in einem Hoch investieren. Bevor ich dir den exakten ETF vorstelle, habe ich eine kleine Bitte an dich. Abonniere meinen Kanal, damit du immer sofort die spannendsten Finanztipps erfährst. Denk dran, die Glocke zu aktivieren, um keinen Aktientipp zu verpassen. Du hilfst mir dabei, diesen Kanal weiter und kostenlos betreiben zu können. Vielen Dank. Ich würde einen ETF-Sparplan ganz klar bevorzugen. Für mich gibt es da gerade gar nichts zu diskutieren. Die US-Märkte steigen seit 10 Jahren an. Das macht eine Korrektur rein historisch wahrscheinlicher. Daher in der aktuellen Situation lieber auf Nummer sicher gehen. ETF-Sparplan einrichten und gemütlich die Füße lang machen. Der ETF, den ich dir jetzt gleich vorstelle, ist also für langfristige Anleger geeignet. Das sollte auf die meisten Menschen zutreffen. Ich stelle dir jetzt gleich drei Fragen. Wenn du alle drei Fragen mit Ja beantwortest, sollten ETFs genau das richtige Anlageprodukt für dich sein. Erstens, bevorzugst du eine einfache Geldanlage? Zweitens, ist dir eine attraktive Rendite wichtig? Drittens, kannst du auf dieses Geld verzichten? Wie hast du diese Fragen beantwortet? Vor allem die dritte Frage ist entscheidend. Wer wie Marco in 8 Jahren eine Immobilie kaufen möchte, kann nicht auf dieses Geld verzichten. Dann steht die Sicherheit des Kapitals im Vordergrund. Denk an das Renditedreieck zurück. Erst ab 12 Jahren hast du bei DAX-Sparplänen einen sicheren Gewinn erzielt. Zumindest war das in der Vergangenheit der Fall. Marco braucht das Geld jedoch in 8 Jahren. Deshalb würde ich Marco von einem ETF-Sparplan abraten. Für kürzere Zeiträume unter 10 Jahren gibt es sicherere Geldanlagen. Sicherheit bedeutet, dass die Rendite bereits am Anfang feststeht. Bei DAX-ETFs hat die Vergangenheit gezeigt, dass es erst ab 12 Jahren eine gewisse Sicherheit gibt. Also dass du zumindest in der Gewinnzone landest. Aber denk dran, hierfür existiert keinerlei Garantie. In der Zukunft kann alles ganz anders kommen. Rein statistisch ist die Wahrscheinlichkeit für Gewinne ab 12 Jahren jedoch sehr hoch. Im Video hier oben zeige ich dir attraktive Geldanlagen für kürzere Zeitraum unter 10 Jahren. Du erfährst, wie du dein Geld am besten investierst, wenn du es zum Beispiel in 6 Jahren fürs Eigenheim benötigst. Kommen wir wieder zum Hauptthema zurück. Die weltbeste Kapitalanlage ist ein ganz bestimmter ETF. Mein ETF steht in der Mitte des magischen Dreiecks der Geldanlage. Für mich ist er deshalb die Nummer 1, weil er sich für die breite Masse eignet. Alle drei Ecken des Dreiecks werden gleichmäßig abgedeckt. Mein ETF ist für Anleger geeignet, die langfristig investieren möchten. Langfristig bedeutet ein Zeitraum von mindestens 10 Jahren. Besser sind jedoch noch längere Zeiträume wie 15, 20 oder sogar 30 Jahre. Das Produkt ist einfach verständlich. Der ETF-Sparplan läuft nebenher und du brauchst dich um gar nichts zu kümmern. Interessierst du dich aber sehr stark für Finanzen und hast 100 Aktien auf deiner Watchlist, würde ich dir von ETFs abraten. Dann halte ich es für sinnvoller, einzelne Unternehmen herauszusuchen. So sparst du dir nämlich Gebühren ein. Außerdem vermeidest du Investments in schlechtere Aktien. In einem ETF sind meist noch weniger gute Firmen enthalten. Die Unternehmen sind wegen ihrem hohen Börsenwert drin. Der ETF wird dir automatisch zusammengestellt. Jeder ETF beruht auf einem Basiswert wie einem Index. Zuerst zeige ich dir den Index und stelle dann die verfügbaren ETFs vor. Aber genug der Spannung. Ich habe mich für den MSCI SCVI entschieden. Das Kürzel ACVI steht für All Country World Index. MSCI ist der Finanzdienstleister, der sich um den Index kümmert. Werfen wir einen Blick in die offizielle Broschüre. Der Index setzt sich aus 49 Ländern zusammen, 23 Industriestaaten und 26 Schwellenländer. Insgesamt sind im ACVI um die 2800 Unternehmen enthalten. Damit wird ein größter Teil der Welt abgedeckt. In Brasilien entsteht ein neues Unternehmen, das bald den Weltmarkt beherrscht. Wunderbar, du bist dabei. In Südafrika etabliert sich ein neuer Marktführer. Herrlich, dies wirkt sich ebenfalls positiv auf den ACVI aus. Der Index ist global gestreut. Er deckt rund 85% der Welt ab. Du brauchst keine anderen Finanzprodukte. Es reicht ein einziger ETF auf diesen Index aus. Ich habe übrigens eine Alternative vorbereitet. Die stelle ich dir dann ganz zum Schluss des Videos vor. Zuerst erkläre ich dir aber den MSCI ACVI. Hier siehst du die Wertentwicklung. Der ACVI setzt sich aus MSCI World und MSCI Emerging Market zusammen. Der Kurs verläuft relativ ähnlich zum MSCI World. Schau dir den September 2010 an. Da ist der Emerging Market sehr stark gestiegen. Daraufhin hat der ACVI eine höhere Rendite als der World hingelegt. Mit dem ACVI profitierst du von einem stärkeren Wachstum der Schwellenländer. Der Index beruht etwas mehr als die Hälfte auf US-Unternehmen. Das ist auch logisch, da in den USA die größten Firmen der Welt beheimatet sind. Danach folgen Japan, Großbritannien, Frankreich und China. Die größten Einzelaktien des Index sind Microsoft und Apple mit jeweils um die 2% herum. Auf Rang 10 folgt Nestle aus der Schweiz. Die Plätze 1 bis 9 gehen an US-Konzerne. Historisch haben US-amerikanische Aktien eine gute Performance hingelegt. Es konnten immer wieder neue Höchststände erzielt werden, was der langfristige Chart zeigt. Selbst die Weltwirtschaftskrise von 1929 konnte überwunden werden.
Deshalb ist es gut, dass US-Unternehmen relativ hoch gewichtet sind. Mit dem MSCI ACVI setzt auf eine langfristig wachsende Weltwirtschaft. Da die Bevölkerung ansteigt und ständig technologische Innovationen auf den Markt kommen, ist davon auszugehen. Natürlich kann man hier und da in eine Krise kommen. Langfristig betrachtet gehe ich von einem weltweiten Wachstum aus. Einzelne Staaten wie Deutschland können auf der Strecke bleiben. Unsere Automobilindustrie steht gerade auf der Kippe. Kann sie sich in der Elektromobilität behaupten? Investierst du in den ACVI, kannst du die Entwicklung entspannt beobachten. Es ist ganz egal, wer gewinnt. Du bist automatisch immer der Sieger, da E-Autos eine Innovation darstellen. Per ACVI profitierst du von dem daraus resultierenden Wachstum. Du kannst den Index als solchen nicht kaufen. Dafür brauchst du ETFs, die ihn abbilden. Zur ETF-Suche möchte ich dir JustETF empfehlen. Die Webseite zeigt ETFs zu allen möglichen Indizes an. Da kannst du auch automatisch nach Branchen oder Ländern suchen. Ich habe dir die ETFs auf den MSCI ACVI herausgesucht. Als beste Wahl gilt das Produkt von Xtrackers. Beim Preis steht der ETF auf Rang 2, kostet aber ebenso wie der Sieger 0,4% im Jahr. Allerdings ist SPDR der größte ETF. Ich empfehle dir, immer in die Produktdaten zu sehen. Das sind die Daten zum SPDR. Die Fondswährung ist US-Dollar. Das ist schlecht, denn ich gehe ein Währungsrisiko ein. Der ETF von Xtrackers hingegen hat als Fondswährung Euro. Das ist super. Ich möchte dir noch einen weiteren Tipp mitgeben. Schau dir immer die Merkmale der ETFs an. Hier siehst du die ACVI-ETFs im Vergleich. SPDR und iShares notieren in US-Dollar. Also kommen für mich nur die zwei unteren ETFs in Frage. Beim Lyxor steht rechts Unfunded Swap dran. Der Xtrackers hat optimiertes Sampling. Hinter dem Xtrackers ETF steht eine physische Sicherheit. Optimiertes Sampling bedeutet, dass die wichtigen Aktien aus dem ETF wirklich gekauft werden. Auf ganz kleine Aktien, die praktisch keinen Einfluss auf den Indexkurs haben, wird verzichtet. So werden Kosten gespart, wovon du als Anleger profitierst. Ein Swap ist jedoch nur ein Tauschgeschäft. Hinter dem ETF kann sich irgendwas verbergen. Das ist extrem schwer herauszufinden. Genau hier liegt das Risiko von ETFs. Deshalb würde ich nur in passive Fonds mit physischem Background investieren. So weißt du, dass der ETF eine echte Sicherheit zu bieten hat. Ich habe erst kürzlich ein Video zu ETF-Risiken veröffentlicht. Du findest es direkt hier oben. Da gehe ich auf Swaps und weitere Risiken ein. Aus diesem Grund bevorzuge ich den Xtrackers klar von dem Lyxor. Außerdem ist der ETF von Xtrackers mit 0,4% ein bisschen günstiger. Bei ETF-Sparplänen ist Zeit der wichtigste Faktor. Deshalb solltest du möglichst schnell mit dem Sparen beginnen. Start am besten gleich jetzt einen Sparplan. Du kannst einen ETF ab 25 Euro kostenfrei besparen. Unten in der Beschreibung habe ich dir den Broker dazu verlinkt. Also klick rein. Ich möchte dir noch eine Alternative vorstellen. Im MSCI ACVI machen die Emerging Markets einen Anteil von rund 13% aus. Der MSCI World bildet die restlichen 87%. Manche Anleger wünschen sich mehr Risiko. Dann müssen sie den MSCI Emerging Markets höher gewichten. Dafür kannst du einfach beide ETFs kaufen, also den MSCI World und den MSCI Emerging Markets. Das ist bei dem unten verlinkten Broker natürlich auch möglich. Die Gewichtung führst du anhand der Sparraten durch. Du machst zum Beispiel 75 Euro in den World und 25 Euro in den Emerging Markets. Schon hast du den Anteil der Schwellenländer von 13 auf 25% erhöht. Beim ACVI waren es ja nur 13%. Allerdings hat diese Aufteilung einen Nachteil. Du musst ständig ein neues Rebalancing vornehmen. Die Kurse beider Indizes entwickeln sich unabhängig voneinander. Da musst du die Anteile anpassen, wenn du dein Verhältnis bewahren möchtest. Im MSCI ACVI brauchst du dir darüber keine Gedanken zu machen. Das Verhältnis schwankt immer um einen ähnlichen Wert herum. Jetzt finde ich es wirklich spannend, ob jemand so ähnlich wie ich gedacht hat. Für welche Geldanlage hast du dich vorentschieden? Erzähl mir das doch bitte unten als Kommentar. Dort habe ich übrigens auch meine neue Facebook-Gruppe verlinkt. Sie heißt Aktienlounge. Ich würde mich sehr freuen, dich dort zu sehen. Ich stelle dir dort zum Beispiel geheime Marktführer vor, für die mir die Zeit in meinen Videos fehlt. Ach ja, und like bitte das Video, wenn es dir gefallen hat. Das ist für dich nur ein kurzer Klick, für mich aber sehr wichtiges Feedback. Bis bald zum nächsten Mal.